Hallo zusammen. Liebe Grüße vom Weingut Gehring. Wir stehen hier auf dem sogenannten VIP-Platz. Platz, ich wollte gerade Parkplatz sagen. VIP-Platz. Dieses Mal waren wir in Rheinland-Pfalz, zwischen Mainz und Mannheim. Genauer gesagt in der kleinen Stadt Nierstein am Rhein. Und etwas oberhalb von Nierstein findet ihr das Weingut Gehring. Hier waren wir 3 Tage. Auf dem Weingut Gehring steht ihr inmitten von Weinreben. Und ihr steht so hoch, dass ihr bei klarem und gutem Wetter die Skyline von Frankfurt sehen könnt. Das Weingut hat 30 Stellplätze. Für die ganz großen Fahrzeuge findet man auch noch Plätze hinter der Weinbergshütte. Ansonsten sind die Stellplätze so unterteilt, dass kleinere und größere Fahrzeuge gut stehen können. Dem Internet konnte ich entnehmen, dass die Stellplätze für die ganz großen Fahrzeuge vorher am besten mit der Anmeldung abgeklärt werden sollten. Hunde sind hier erlaubt. Allerdings kann man der Platzordnung entnehmen, dass dies nur einen Hund pro Wohnmobil betrifft. Der Platz hat nur eine Beschattung im mittleren Teil durch Bäume. Die äußeren Plätze sind nicht beschattet. Die Anmeldung könnt ihr in der Videothek zu den Öffnungszeiten erledigen. Ansonsten könnt ihr diese auch komplett online durchführen. Es gibt dazu eine Internetseite, auf die ihr per Handy auch draufgehen könnt und euch so die entsprechenden Daten raussuchen könnt, den Platz reservieren könnt und buchen könnt und auch bezahlen könnt. Sobald die Buchung erfolgt ist, seht ihr hier auch am Stellplatz, dass ihr reserviert habt und wie lange ihr reserviert habt. Der Platz ist dann also geblockt. Ja, alle Plätze sind hier auf Rasen und Terrassen für mich angelegt. Das ist eigentlich ganz schön. Wir stehen auf einem sogenannten VIP-Platz. Warum der VIP ist, wissen wir nicht. Vielleicht, weil der auf der einen Seite nur Nachbarn hat, auf der anderen Seite halt nicht. Wir haben den genommen, weil der am wenigsten matschig war. Und wir zahlen jetzt für diesen Platz roundabout 28 Euro inklusive Strom. Strom sind davon 3 Euro. Ja, die Plätze sind relativ groß. Man guckt dem Nachbarn nicht gleich auf den Teller. Das ist eigentlich ganz schön. Und ich denke mal, wenn es nicht so geregnet hätte wie in den letzten Tagen, dann wären die Plätze noch viel, viel schöner. Den Preis, den Sonja gerade nannte, war der Preis für diese VIP-Plätze. Ansonsten kostet eine Übernachtung hier 15 Euro ohne Strom. Die Entsorgung und Versorgung ist im Preis inbegriffen. Die Entsorgungsstation seht ihr hier auf dem Weg zum Stellplatz. Das heißt, hier könnt ihr eure Chemietoilette entleeren und euren Müll entsorgen und auch das Abwasser entleeren. Der Nachteil, wenn man hier das Abwasser entleert, man verstopft natürlich die Zuwegung zum Platz. Aber ich glaube, damit können wir leben, denn so viel Geduld sollten wir alle haben. Die Frischwasserversorgung befindet sich auf der anderen Seite der Halle und ist mit dem Wohnmobil jeglicher Größe gut anzufahren. Daneben befinden sich auch gleich die WC- und Duschräume. Und auch die Dusch- und Waschräume sind hier kostenlos und machten einen sehr sauberen und guten Eindruck. Da der Platz voll bewirtschaftet wird, sind hier auch viele Wege, auf denen noch Trecker fahren. Aber die kann man natürlich auch anders nutzen. Hier auf dem Weingut kann man wunderschön durch die Gänge oder durch die Wirtschaftswege des Weinguts schön zwischen den Weinreben spazieren gehen. Und das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Wege gibt es hier jedenfalls genug. Ja, wer so ein bisschen empfindlich gegen Fluglärm ist, ist hier nicht so ganz so gut aufgehoben, weil wir in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens sind. Aber uns stört das nicht. Hier so maximal 5 Minuten mit dem Fahrrad gibt es hier einen Rewe und der hat eine richtig gute Auswahl. Die DM ist auch gleich nebenan und immer montags oder mittwochs steht da auch so ein kleiner Feinkostwagen. Paradies, irgendwas mit Paradies. Total leckere Sachen. Also Oliver und ich, wir haben uns eingedeckt.
Auf der Weinbergshütte könnt ihr ein besonderes Schauspiel erleben. Hier leben sehr viele Mäusefamilien, die sich ihre Gänge und Wohnungen hier geschaffen haben. Für den einen oder anderen Hund ist dies hier sicherlich auch sehr interessant. Es gibt aber auch ein Schauspiel aus der Luft, denn viele Greifer wissen, was es hier zu holen gibt. Und so bekommt man hier mit etwas Glück das Jagdschauspiel dieser geschickten, kleinen, wendigen Greifer mit. Die eine oder andere Maus lässt dabei natürlich ihr Leben und landet so auf dem Speiseplan des Jagdvogels. Nach Oppenheim gelangt ihr mit dem Fahrrad in ca. 15 bis 20 Minuten. Wenn ihr ganz gemütlich fahrt, vielleicht sogar 30 Minuten. Ihr könnt aber auch zu Fuß über den Berg laufen. Dann seid ihr ungefähr eine Stunde laut Google unterwegs. Wir haben das Fahrrad benutzt. Die Strecke nach Oppenheim führt euch mit dem Fahrrad teilweise direkt am Rhein entlang. Ihr könnt also während der Fahrt einen schönen Blick auf den Rhein erhaschen und dort die fahrenden Schiffe beobachten. Aber immer schön nach vorne gucken. Nicht, dass ihr irgendwas ummäht. Aber was will man jetzt eigentlich in Oppenheim? Neben der historischen Altstadt in Oppenheim, der Katharinenkirche, der Bergruine Landskron und auch dem Deutschen Weinbaumuseum bietet Oppenheim ein einzigartiges Kulturdenkmal. 1986 tat sich der Boden in einer Oppenheimer Gasse auf und verschluckte ein Polizeiauto. Dabei kam ein weltweit fast einmaliges Kellerlabyrinth zum Vorschein. Von der Bauweise her kann man das nur mit dem Labyrinth des Vietcongs vergleichen in Vietnam, die damals gegen die US-Amerikaner gekämpft haben. Die Oppenheimer Gewölbe dienten allerdings friedlicheren Zwecken. Die Gewölbekeller stammen teilweise aus dem 13. Jahrhundert. Es ist schon erstaunlich, wie solche Gewölbe einfach vergessen werden können und erst 1986 wiederentdeckt wurden. Allein für die Gewölbe würden wir nochmal wiederkommen. Das müssen wir auch, weil wir an dem Tag, als wir uns die Gewölbe anschauen wollten, waren die Gewölbe aufgrund eines Stadtfestes geschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen und über einen Daumen hoch freuen wir uns natürlich. Und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr von uns verpasst und uns folgen könnt. Und wenn ihr hier drückt, könnt ihr mehr von uns sehen. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr bei uns bleibt und uns weiterhin folgt. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss!